So, wir sind live. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei help10.fm, dein Podcast für eine neue linke Politik. Wir haben uns hier wieder zusammengefunden. Wir haben ein paar Gäste, die ich bald gleich vorstelle. Vorab ein ganz, ganz kurzer Hinweis. Wir haben wieder einen Sponsor für diese Folge, und zwar ist es das Jacobin Magazin. Da gibt es auch, ich habe gehört, man sagt es so, ein kleines Schmankerl später in der Folge. Also bleibt da auf jeden Fall dran. Jetzt erstmal zu unseren Gästen und dann, Steve, übergebe ich an dich, worüber wir eigentlich heute sprechen wollen. Wir haben da Marlene Eichner vom Hölle, Hölle, Hölle Cast. Hi, Marlene. Oh no, Ja. mein ganzer Name. Warte. Oh. Wie geht das hier? Ich krieg das hin. Irgendwann macht's Pop. Okay, ich lasse dich, ich wollte sagen, poppen. Wir warten auf das Geräusch. Yay! Hey! Außerdem haben wir da Jenny Günther vom Einmischen-Podcast. Hi. Hi. Wir hatten heute schon Namensverwirrung. Oh ja, deshalb musste ich nochmal kurz nachdenken. Und Steve ist auch mit dabei. Hi, Steve. Hallo und guten Abend. Ja, und heute ist der Karneval für David, der Karneval für David Graeber, Anthropologe, Anarchist und auch einer der besten und vielleicht einflussreichsten Aktivisten der letzten Jahre. Das ist der Mensch, der Begriff der 99% geprägt hat bei Occupy Wall Street. We are the 99%, also wir sind die 99%. Der ist sehr plötzlich, sehr unerwartet und man kann auch sagen, tragischerweise gestorben vor etwas mehr als einem Ma Monat in Venedig bei einem Besuch. Und seine Frau Nika hat für heute, seine Witwe Nika, hat für heute ein Karneval für David ausgerufen. Und wir wollen auch dazu deutschsprachig was beitragen, dass man über David spricht, über seinen Werken, das, was er geschrieben hat, auch was er getan hat, auch wie er war als Mensch, weil meiner Meinung nach, das hat so einen positiven Einfluss hinterlassen. Solche Menschen müssen wir befeiern. Also es ist Karneval für David. Ich habe heute, wer es nicht sehen kann, ich habe so heute so einen Karnevalshut auf. Eigentlich diese ganze anarchistische, also man sagt bei Tagesschau, man sagt die Globalisierungsgegner, aber das sind eigentlich diejenigen, die kritisch sind von dem globalen Wirtschaftssystem, wo die Ärmsten immer mehr von einem Gesamtregelwerk unterdrückt werden sollen. Es fing an bei der Zapatistas in Mexiko. Ich möchte sagen, dieser Hut ist mir geschenkt worden von Kommandante Marcos höchstpersönlich bei den Zapatistas da in Mexiko, in Chiapas, aber das stimmt nicht. Ich habe es hier vom Karnevalsladen in Köln. Aber immerhin, auch Marlene ist etwas karnevalistisch gekleidet. Wir haben auch so kleine so Dinge zum Anstößen hier, weil David war vor allem ein höchst lustiger Mensch, der Politik mit Humor gemacht hat, was manchmal sonst anderswo fehlt. Und das wollen wir auch zelebrieren. Es ist auch ein Feier aus Dankbarkeit für Davids Leben und dass er da war. Wir haben auch unterschiedliche Gäste. Kurz vor seinem Tod hat David mal einen Tweet losgelassen. Anarchie, Anarchismus, was wirklich ein so geschmähter und so angegriffener Begriff ist. Es geht nicht darum, dass wir die Dinge gar nicht organisieren wollen, sondern darum, dass wir die anders organisieren wollen, dass es keine Hierarchien mehr gibt. Wir sind leider in diesem Sinne keine sehr guten Anarchisten heute Abend, weil wir haben gemerkt, dass unser Stream. Wir haben auch mehrere Gäste und die kommen rein und fliegen wieder raus, weil das Internet es nicht beträgt. Jetzt ist gerade auch Elise Stowe, die aus Deutschland kommt, aber momentan in Sizilien ist, wo du gerade bei einem anarchistischen Kollektiv von Permakultur arbeitest, nicht wahr, Elisa? Bist, ne? Ja, genau. Also es ist nicht wirklich formal ein anarchistisches Kollektiv, aber es ist auf jeden Fall nach anarchistischen Prinzipien hier organisiert und hier findet eine Form von alternativer Ökonomie sozusagen statt. Also, herzlich willkommen, Elise. Und wir haben auch andere, und Elise ist auch Anthropologin, und wir hoffen auch dadurch, dass ein paar Einblicke auch in Davids akademische Werke, die er immer direkt so verbunden hat mit seinem Aktivismus. Also, wir fangen an vielleicht mit seinem berühmtesten Titel, weil ein Mann mit so einem Humorsinn hatte auch eine gewisse Gabe für Titel. Auf Englisch Bullshit Jobs, a Theory. Das wird dann sofort ein Bestseller, weil man,
so viele Menschen es gibt, die darunter leiden, Jobs zu machen, wo die selbst denken, dass dieser Job gar keinen Zweck erfüllt. Ich glaube sogar, die ganze Runde hier hat heute Bullshit-Jobs gelesen, oder? Jenny, erzähl mal, wie kamst du zu Bullshit-Jobs? Was hat dich dabei angesprochen? Wie kam ich zu Bullshit-Jobs? Also, ich kam zu David Graeber. Und ich glaube, über einen Podcast, den ich gehört habe bei Deutschlandfunk Kultur, wurde das Buch besprochen. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Auf alle Fälle habe ich es mir dann bei Amazon leider Gottes gekauft. Ich glaube, David hätte das nicht so toll gefunden. Aber ja, über Podcast hören bin ich zu David Graeber gekommen und dieser Theorie von Bullshit-Jobs. Und ich glaube nicht, dass er sagen würde, dass man selber das Gefühl hat, dass der Job Bullshit ist. Ich denke mal, es gibt sehr viele Leute, die in ihrem Job einen Sinn sehen, selbst wenn wir sagen würden, ach, das ist ein Bullshit-Job, wie zum Beispiel der Job von Ulf Poschert. Ich würde sagen, der macht nur Bullshit. Er sieht wahrscheinlich Sinn darin. Aber für die meisten Menschen ist ein Bullshit-Job ein Job, den sie so empfinden, das stimmt, aber der auch so generell reichlich wenig Sinn für die Gesellschaft macht. Marlene, du bist auch ein Fan von Bullshit-Jobs. Ich sehe gerade, so organisiert, wie wir heute sind, haben wir auch noch Ivo Stodolski von Artists at Risk und Perpetuum Mobile. Hallo Ivo. Hallo. Sein Mikro macht so ein Dings. Hi. Ja. Ivo hat heute den ganzen Tag, wenn ich richtig bin, eine Aktion für David gemacht in einem Friedhof in Neukölln. Stimmt das? Ivo, willst du kurz dazu erzählen, weil ich glaube, du hast begrenzte Zeit. Und wir müssen dann zuerst zu dir kommen und danke dann kommen sehr. Wir zurück zu den Bullshit-Jobs. Ja, sorry, dass ich so rein raus, meine alle Batterien sind rein und gestorben und wieder jetzt geladen. Wir waren eigentlich nicht im Friedhof, wir sind nicht mit den Toten, wir sind mit den Lebenden. Wir sind, wir haben eigentlich den Palast gestürmt. Wir waren am Berliner Schloss, Humboldt Forum, und wir waren vor dem Balkon, wo Karl Liebknecht seine berühmte Rede gehalten hat. Und wo dieses Schloss damals Palast der Republik war. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber das Stadtschloss in Berlin wurde zerstört, teilweise im Krieg, und die DDR hat den total auseinandergenommen und nur diesen Balkon gerettet, der von Karl Liebknecht war, und woanders hingestellt und Palast der Republik gebaut. Und nach der Wende haben die gesagt, nee, lauter Asbestos, müssen wir alles abreißen und wir bauen ein Deepfake-neues Schloss. Und auf diesem Deepfake-neuen Schloss, Zentrum von Berlin, Berlin ist Zentrum von Deutschland, Deutschland ist Zentrum von Europa, Europa stellt sich so vor, es ist das Zentrum der Welt, bla bla. Okay, großes Problem, Riesenproblem. Auf diesem Turm, auf dieser Kuppel steht alles im Himmel, auf der Erde oder unter der Erde, muss sein Knie Jesu beugen. Man muss sein Knie Jesu beugen. Das heißt, all diese Knochen von Afrikanern und Südamerikanern und allen kolonisierten Völkern der Welt, die in diesem Schloss verdammt nochmal sitzen, im Ethnologischen Museum, die gestohlen wurden aus aller Welt, die sind unter einer Kuppel, die sagt, dass mir das Knie Jesu beugen muss. Und das ist nicht besonders so 21. Jahrhundert, ja, denke ich mal. Und da haben wir gedacht, ja, wenn wir über David Graeber denken, dann hat David ein Buch geschrieben über Könige mit Marshall Sahlins. Und wir haben auch Marshall Sahlins gefragt, ob er was dazu sagt. Dann hat er auch gesagt, und wir haben das Zitat bei uns im Perpetuum Mobile auf dem Facebook, könnt ihr lesen, für Marshall. Und über Könige hat er sehr, sehr viel geschrieben und er hat gedacht, wir können auch ohne Könige leben. Und dann haben wir uns gedacht, ja, aber warum? Warum im heutigen Deutschland muss man nochmal einen König da, nicht nur einen König, sondern den ultrakonservativen, monarchischen, patriarchischen Friedrich Wilhelm IV. Und sein Zitat, dass man Jesu das Knie beugen müsste. Also das ist absurd, dass es in diesem
heutigen Europa das als Zentrum unserer irgendwie Kulturlandschaft stehen sollte. Und es steht. Also mit 34 Zentimeter hohen goldenen Buchstaben. Und das ist absurd. Und wir haben deswegen ein Karneval vor diesem Humboldt-Forum Stadtschloss gemacht und Protestaktion und haben und Königin den Kopf abgeschlagen. Das heißt, wir haben so geschrien, off with their heads! Und dann haben wir so, Pum! Und dann haben wir das, okay? Und das waren so Ballons. Und also wir sind halt ein bisschen so französisch influenziert und so. Und das heißt, wir haben so ein bisschen Guillotine gemacht, aber so nur rein symbolisch. Also für die Zuhörer zu Hause bitte nicht Kopf abschlagen, sondern so symbolisch nur, ja? Aber wir haben alle, also nicht nur die alten Könige, sondern die neuen Könige auch, so Bill Gates und Bezos und Xi, also chinesische, und die ganzen, also wir haben versucht, die ganzen Könige, die Patriarchat und so weiter, alle ein bisschen zu köpfen, so ballonmäßig. Und dann haben wir auch neue Ideen irgendwie so von allen, die mitgemacht haben, so auf so einen neuen Hut gesetzt und es war ganz schön. Wir haben super Spaß gehabt und es war so eine Art Direct Action, wie es Graeber David gemacht hätte. Und er war auch dabei. Also der war vor ein paar Monaten genau an diesem Stadtschloss und hat protestiert. Also ja, es war seine Aktion auch. Und deswegen sind wir ganz froh, dass wir so ein bisschen Karneval gemacht haben. Super. Ivo, mach dein Mikro, mute, weil wir haben ein wahnsinniges Echo. Es tut mir sehr leid, alle, die gerade verfolgen, weil, wie man sehen kann, Ivo ist operativ im Feld unterwegs. Das heißt, die Technik klappt ein bisschen holprig, aber wir kommen dazu. Wer es nicht sehen kann, Ivo trägt eine stolze schwarz-rote Maske. Es ist voll interessant, wir sind heute gesponsert von Jacobin, die auch berühmt für eine gewisse Off-with-their-heads-Mentalität berühmt sind. Aber David ist vielleicht einer der wenigen, der wirklich versucht, die alte Spaltung zwischen den Sozialisten und den Anarchisten zu überwinden. Das herrscht, also ich muss das nachlesen, aber angeblich seit 1872. Die erste Internationale war gegründet für die Befreiung der Arbeiterklasse und dann plötzlich über die Frage des Staates, ob man den Staat übernehmen soll oder zerstören soll, da sind sie dann auseinandergegangen. Aber David blieb auf jeden Fall ganz fest auf der anarchistischen Seite, war bei IWW, International Workers of the World, so eine berühmte internationalistische Gewerkschaft, aber hat auch immer kooperiert mit den Sozialisten, sogar mit einer parlamentarischen Partei, meiner Corbyn Labour Party in Großbritannien, wo er wirklich sehr eifrig dafür unterwegs war, weil er in den letzten 12 Jahren seines Lebens in Großbritannien verbracht hat. Aber der schreibt immer davon, dass der Wert von diesen Aktionen, von solchen visuellen Aktionen, die Dinge, die die Cops wirklich nicht aufstehen können, sind große Puppen, sind Masken, Straßentheater, weil das ist das Ding, was plötzlich ein anderes Bild projiziert und es erzählt direkt vor Ort, eine andere Welt ist möglich. Wir müssen nicht diesen Bullshit ertragen. Ivo muss schon los. Die weiteren Aktionen rufen. Ivo, wir bedanken uns recht herzlich bei dir. Wir waren kurz aus Bullshit-Jobs rausgesprungen. Wir springen in die Bullshit-Jobs wieder rein. Aber schön, danke, dass du solche erfüllende Arbeit machst. Okay, schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Okay. Und da behauptet Steve, gibt es keine Anarchie. Es ist pure Anarchie hier. Podcast-Anarchie. Aber das ist immer so diese Schmähung, ne, von den Möglichen. Die Anarchie heißt eigentlich nur so Nature red in tooth and claw, sagt man auf Englisch. Das in der Natur, die Natur des Menschen ist, dass wir uns sofort zerreißen würden, wenn es keine Regel gibt. Eigentlich merkt man, wenn es keine Regel gibt, die Menschen sind eigentlich ganz nett zueinander und man muss nicht immer so Furcht haben und deswegen auch eine bewaffnete Polizei überall stationieren. Aber lass uns zurückkommen zum Bullshit-Jobs. Weil ich fand das noch so einen reißenden Titel. Ich hatte den Eindruck, weil es ging, also die Hauptannahme war eigentlich, dass 40% der Menschen, die selbst interviewt sind, sagen selber, mein Job ist Bullshit. Ich könnte morgen aufhören, die ganze Menschheit, da ist
gar keine Verlust. Und das hat so ein Resonanz, weil man muss so viel, na, ein Stückchen Papier, dies ausfüllen und das und überwachen. Also jeder hat so einen großen Anteil an Bullshit, was wir sowieso täglich in der Arbeitswelt erfüllen müssen. Marlene von Hölle, Hölle Podcast, den wir müssen uns jetzt mehr anfreunden, weil wir sind so wenig, aber fein. Erzähl mal, was war für dich so den Eindruck, als du Bullshit-Jobs gelesen hast? Ich konnte sehr hart relaten, weil ich, also ich habe in den letzten 5 Jahren eine Menge verschiedener Arbeitsplätze gehabt. Und ich glaube, der sinnvollste, den ich hatte, war bei der Post. Und dort habe ich logischerweise auch am wenigsten verdient und hatte die beschissensten Arbeitsbedingungen. Also ich hab einen Podcaster gehört, Stefan Schulz. Die haben im Salon die 29er mit Wolfgang M. Schmidt über das Buch auch nochmal gesprochen. Und Stefan nennt diese Jobs Shit-Jobs, die tatsächlich vor allem gesellschaftlich und inhaltlich sinnvoll sind, im Gegensatz zu Bullshit-Jobs. Aber Shit-Jobs sind, weil sie schlecht bezahlt werden, schlecht angesehen von der Gesellschaft. Und vor allem von Leuten, die Bullshit-Jobs machen, die super toll bezahlt werden, auch schlecht angesehen werden, gleichzeitig super notwendig sind, um den Laden hier am Laufen zu halten. Haben wir ja in Corona-Zeiten auch ganz toll gesehen. Also herzlichen Dank, dass du bei der Post warst. Ja, Marlene, also wie war es bei der Post und was ist dann für dich die Resonanz, was waren diese Bullshit-Jobs? Weil ich meine, es gibt gut bezahlte und auch schlecht bezahlte Bullshit-Jobs, aber es geht, glaube ich, vor allem um diese Auswüchse von Management-Überwachung, ne, wo früher, also zum Beispiel im Gesundheitssystem, es gab so Ärzte und Krankenschwestern und Krankenpfleger und so. Und jetzt mittlerweile gibt es so einen Überbau an Consulting-Menschen und Manager und Verwalter und dieser Verwaltungsapparat, um die Menschen zu überwachen, weil man von der Annahme ausgeht, man kann ihnen gar nicht zutrauen, dass die richtig arbeiten, wenn die nicht kontrolliert werden die ganze Zeit. Es muss immer mehr Leute, immer mehr Formulare ausfüllen und auswerten und nach oben weitergeben. Und deswegen gibt es immer mehr Jobs in diesem Sinne, die wirklich Bullshit sind, weil man einfach den Menschen nicht vertraut. Was vielleicht dann auch die Einstellung von denen ganz oben widerspiegelt, die überhaupt keinen Finger rühren würden, wenn die selbst nicht kontrolliert werden. Also Marlene, erzähl mal, was waren für dich die bullshittesten, wie geht es das? Das ist kein deutsches Wort, ne? Aber die bullshittigsten Jobs, die du hattest. Der bullshittigste Job vom bullshittigsten war wahrscheinlich, dass ich die Dame war, die euch angerufen hat und genervt hat mit Telefoninterviews. Also, ach, du warst okay, das ist bestimmt, ja, ich war das jedes Mal. Du warst gleich geblockt. Ja, es tut mir leid. Ich war jung und brauchte das Geld. Keine Ausrede. Ich meine, das Erste, was ich gemacht habe, war noch einigermaßen sinnvoll, weil ich habe da Leute über ihre Arbeitslaufbahn befragt für halt eine soziologische Studie. Aber dann das Zweite, also ich habe das nur ein, zwei Monate gemacht. Und gegen Ende ging so eine zweite Umfrage halt los, die von, okay, ich sage jetzt den Namen nicht, aber von irgendeiner Firma, die ihre Kunden befragen wollte. Und ich musste halt all die Daten abfragen, die die Kunden eigentlich der Firma schon gegeben hatten. Und dann wollte die irgendwelche Sachen über ihr, was weiß ich, wie sie das Produkt nutzen und so weiter. Das war extrem seltsam. Und ich bin mir sehr sicher, würden Telefoninterviewerinnen und Interviewer besser bezahlt werden als 10 Euro die Stunde, gäbe es wesentlich mehr sinnlose Untersuchungen. Ich habe Telemarketing gemacht fürs Hilton Hotel in London vor langer Zeit. Ja, willst du nicht so Clubmitglied werden und dann kannst du irgendwie in alle unseren Restaurants. Also das war nicht nur unnutz, das war schädlich für die Menschheit. Also sorry, alle, die ich angerufen habe, es tut mir so leid. Franzi. War das auch dein bullshittigster Job, Steve? Ja, ich glaube vermutlich, das ist mein bullshittigster Job. Ja, würde ich sagen. Ja, weil, also Dinge verkaufen, die menschen nicht wollten. Also die meisten legen sofort auf. Na, irgendwann hast du einen, der zu höflich dafür ist. Es gab so ein paar bei uns im Büro, die richtig so am Tag so 10 Clubmitgliedschaften verkauft haben.
keine Ahnung, weil die waren so drin in dem Kreis von Bullshit-Leuten, die sowas wichtig fanden. Aber die meisten Menschen, das waren so Leute, die einen Laden hatten, den so außerhalb von London, und da ruft ein Typ an und sagt, willst du Clubmitglied werden beim Hilton Restaurants? Na, ich sag den Namen, es ist zu weit her, ich glaube, die können mir nichts anhaben. Ja, Franzi, erzähl mal, oder Elisa, wie war es für euch mit Bullshit-Jobs? Weil das ist so, das hat so einen Nerv getroffen für so viele Menschen. Ich fange mal an, also wie ich hingekommen bin, überhaupt Bullshit-Jobs. Ich habe tatsächlich selbst, glaube ich, nie so einen richtigen Bullshit-Job gemacht, sondern immer Dienstleistungsnebenjobs. Und habe dann festgestellt, dass es bullshittige Jobbezeichnungen wie Growth Management gibt. Also eine Person, die Wachstum verwaltet. Und dann habe ich auch direkt gedacht, das mit dem Angestelltenverhältnis, nee, das lassen wir schnell, bevor am Ende sowas bei rumkommt. Wie ich zum Buch gekommen bin, ist tatsächlich weil ich diese Diskrepanz wahnsinnig krass fand. Auf der einen Seite haben wir diese Prognosen, dass durch die Digitalisierung wahnsinnig viele Jobs wegfallen werden. Auf der anderen Seite wird beim Thema Arbeitszeitverkürzung immer reagiert mit so einem hysterischen Aufschrei von wegen, aber die Leute müssen doch arbeiten und mindestens 40 Stunden die Woche. Das heißt, da passt irgendwie nicht zusammen, dass einerseits die Jobs weniger werden und dementsprechend ja eigentlich die Arbeitszeit, die geleistet werden muss, vermeintlich. Auf der anderen Seite Leute aber wahnsinnig viel arbeiten müssen. Und ich dachte, wo geht denn diese ganze Zeit hin? Was sollen die Leute denn machen? Und so bin ich darauf gestoßen. Und fand vor allem spannend, dass der Diskurs mal weggeht, tatsächlich von den, Jenny, wie du es genannt hast, Shit-Jobs, die irgendwie systemrelevant sind, wichtig sind, aber unter schlechten Bedingungen stattfinden, über die wir jetzt auch gerade wahnsinnig viel sprechen, sondern auch mal was anderes problematisiert wird, nämlich irgendwie dieser ganze Sektor von Leuten, die eigentlich fürs Verwalten, Kontrollieren, wie es schon genannt hat, bezahlt werden. Und weil ich es wahnsinnig krass fand, ich hatte von dieser Zahl damals mitbekommen, irgendwie, dass 37% der Briten sagen, sie machen eigentlich einen Bullshit-Job und 40% der Menschen in den Niederlanden, und dachte so, wow, also dann ist dieses System vielleicht kurz davor zusammenzustürzen. Vielleicht nochmal lieber kurz informieren, wie das geschehen könnte. Und dann habe ich Bullshit-Jobs gelesen, genau. Und Elisa, hattest du auch so ein Bullshit-Erfahrung in deiner Vergangenheit? Oder wie kamst du zum Buch? Wiederholen, hatte ich auch was? Aber wie kamst du dann zu Bullshit-Jobs als Erfahrung? Oder? Kannst du die Frage nochmal sagen, bitte? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Ja. Die Technik streikt wieder. Okay. Ich glaube, ja. Ehrlich gesagt, ich habe Bullshit-Jobs nicht komplett gelesen. Ich kenne jedoch das zweite Buch von Bullshit-Jobs. Das ist The Utopia of Rules on Bureaucracy, Stupidity and the Secret Joys. Nein, on Bureaucracy, Stupidity irgendwie, oder The Secret Joys of Bureaucracy. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Und eine, oder was zumindest bei mir dabei hängen geblieben ist, ist die Diskussion darüber, was für eine Kultur entsteht eigentlich in einer Welt, in der diese Jobs sozusagen so krass zugenommen haben, in der wir in Zusammenhängen leben, die wir uns gar nicht begreiflich machen können, in der Menschen Jobs ausführen, an die sie selbst nicht glauben, deren Relevanz sie nicht erkennen können, quasi eine permanente exponentielle Entfremdung von jeglichen Sinnzusammenhängen, die irgendwie das Leben schön und ja sinnvoll und einfach lebenswert machen, ne? Und irgendwie auch so, warum sind wir da? Was machen wir hier eigentlich? Genau, und was für eine Kultur entsteht dadurch, dass wir diesen Überbau von Bullshit-Jobs sozusagen haben, die natürlich dann auch eine eigene Terminologie entwickelt im Sinne von irgendwie eigene Bezeichnungen, die kein Mensch versteht, die die Leute selbst teilweise nicht verstehen, und der sich aber natürlich irgendwie im Hintergrund sind da mächtige Institutionen am Werk, also sowas wie Prestige und Macht und so weiter und so fort, die dem Ganzen eine Validität geben. Und wie können wir sozusagen auch als Linke oder wie auch immer wir uns bezeichnen, dem was entgegensetzen, eine andere Sprache vielleicht auch irgendwie, wie können wir austreten aus dieser Terminologie, da die wir uns teilweise gar nicht selbst mehr irgendwie begrifflich machen können, was da eigentlich vor sich geht. Genau, also weil sich quasi schon so ein
eine ganze Linguistik entfaltet hat von diesen Begriffen, die so absolut abstrakt und weird sind, die aber eine große Lebensrealität für viele, viele Menschen auf der Welt mittlerweile ausmachen, zumindest in der im globalen Norden. Und das andere, was ich noch sagen wollte, die Diskussion um Bullshit-Jobs knüpft er dann wirklich erst sehr gegen Ende hin seines Lebens hin, mit der Diskussion um die Klimakrise knüpft er daran an und wird ja auch zu einem Sprecher von Extinction Rebellion und versucht irgendwie auf seine Art und Weise das in den Klimadiskurs sozusagen, die Frage um Arbeit, um gute Arbeit, um sinnvolle Arbeit sozusagen einzubringen und das zu verknüpfen. Das heißt, es gibt viele Anknüpfungspunkte, genau, und überhaupt sich als gegenwärtiger Anthropologe so einem Phänomen sozusagen anzunehmen, das was so offensichtlich und gleichzeitig nicht offensichtlich ist, ist eine große Kunst in dem Sinne, weil wir häufig Schiss haben davor, uns unsere eigene Gesellschaft und unsere eigene Lebensrealität vor Augen zu führen, denn auch im akademischen Betrieb gibt es Bullshit-Jobs und gibt es Verwaltung X, Y, Z und ja. Ja, also ich glaube, Davids Beitrag in so vielen Ebenen war vor allem auf diese geschriebene und ungeschriebene Gesetze einzugehen, die uns so viele Zwänge auflegen. Ja, man kann demokratisch eine neue, vielleicht sogar eine sozialistische Regierung irgendwo wählen, aber die Schulden, die dieses Land hat, die müssen getilgt werden. Also, und sein anderes, vielleicht großes, berühmtestes Buch ist Schulden, die ersten 5000 Jahre. Als Anthropologe hatte diesen so wahnsinnigen Weitblick, weil er konnte so viele unterschiedliche Kulturen miteinander vergleichen. Und ich glaube, für ihn der Ausgangspunkt war, wie kann es sein, dass eigentlich, wenn wir von Schulden sprechen, die Sprache, und das ist nicht nur im Deutschen, sondern in fast allen Sprachen der Welt, ist eine moralische Sprache. Man redet von meiner Schuld. Ne? Es hat mit dem Ehrbaren, also Schulden zu tilgen, das hat so fast mit einer moralischen Vorstellung. Und in der Einführung zum Buch, da erzählt er davon, er wird irgendwie bei irgendwelchen so Party einer junge Anwältin vorgestellt, die für ganz viele so ganz engagierte NGOs arbeitet. Und er sagt, ja, also ich schreibe gerade dieses Buch über Schulden, weil na, ich war als Anthropologe in Madagaskar und da hat das IWF zugeschlagen, die Schulden, die wirklich natürlich für das IWF total klein, internationaler Währungsfonds, aber das IWF hat verlangt, Madagaskar, der Staat Madagaskar muss sich zurückbezahlen, auch wenn es eine vorige korrupte Regierung diese Schulden angenommen hat. Es war niemals die Bevölkerung Madagaskars, die das gewollt hat. Aber immerhin, es müsste zurückbezahlt werden. Und infolgedessen sind nachweislich 7000 Kinder an Hunger und Krankheit gestorben. Und diese junge, linke, engagierte Anwältin antwortet ihnen, ja, aber man muss doch die Schulden begleichen. Und dieses Buch geht von diesem Punkt aus, dass wir ein solches Regelwerk errichtet haben, wo man das Moralische jetzt mittlerweile mit den Regeln des Kapitalismus verbindet, wo überhaupt kein Moral mehr herrscht, weil wie David immer es zusammenpflegte, die Reichen haben überhaupt kein Problem damit, ihre Schulden Schulden nicht zu begleichen. Das ist für sie einfach normal. Ne? Man fragt ihn, warum bist du nicht einfach Schriftsteller oder Künstler geworden? Warum bist du Professor geworden? Ja, weil als Professor, da kriegt man jedes Mal den Gehaltscheck jedes Monat. Als Künstler, die sagen einfach, ach, ich habe vergessen, dich zu bezahlen. Und das stimmt, also als freiberuflich kann auch ein Lied davon singen, weil die Reichen oft einfach diese Schuldenmoralität nicht vorweisen. Und ich fand, das war also auf jeden Fall in Großbritannien, wo wir zum Beispiel extrem viel Schulden überall haben. Wenn du studieren willst, dann hast du locker 50.000 Euro Schulden, wenn nicht mehr, am Ende deiner Zeit. Und du bist dann als Schuldensklave eingebunden in ein Wirtschaftssystem. Du musst dann Geld verdienen, um diese Schuld zurückzubezahlen, was genauso wie war beim British Empire. Da plötzlich sind sie da erschienen und haben gesagt,
hey, ihr müsst alle Schulden bezahlen und so, wie bitte? Und hier ist die Währung, ihr müsst diese Währung, in diese Währung die Schulden, die Steuer bezahlen. Jedes Jahr müsst ihr Steuer bezahlen. Und wo kriegen wir aber diese komischen Banknoten her? Ja, ihr müsst in den Plantagen arbeiten, um eure Steuern zu bezahlen. Also es war natürlich ein System, womit Leute gezwungen worden sind, auf Plantagen und so weiter zu arbeiten, genau wie Sklaven, aber ohne den Begriff der Sklaverei. Und die Briten konnten sich noch damit rühmen, nee, wir waren die Ersten, die gegen die Sklaverei waren, obwohl sie gleichzeitig diese sklavenähnliche Verhältnisse überall erschaffen haben, indem sie eine Währung, die Staatsmacht, die Schulden eintreibt, hervorgerufen haben. Ich habe jetzt so viele Menschen um mich rum und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange an. Ich hätte nämlich noch eine Frage an Elisa. Wir sind ja schon fast auf Schulden, die ersten 5000 Jahre abgebogen. Nichtsdestotrotz, du hast ja angebracht, wie David sich mit dem Thema Bullshit-Jobs und dann nochmal mit der Fridays for Future-Bewegung zusammengetan hat. Vielleicht ist das Problem, dass man da nicht groß nach Veränderung strebt, dass das so weit weg ist. Also der Klimawandel ist weit weg, die Tatsache, dass man sich als Gesellschaft umstellen muss, ist dann auch ziemlich weit weg. Hättest du eine Ahnung, was David dazu sagen würde, wie sich jetzt in der Corona-Krise dargestellt hat, was eigentlich systemrelevante Jobs sind, die ich ja als Shit-Jobs bezeichnen würde, weil sie schlecht bezahlt werden, aber auf alle Fälle während der Corona-Krise systemrelevant waren, wie zum Beispiel die Verkäuferin im Einzelhandel oder die Krankenschwester im Krankenhaus, die ja unter Corona extrem gelitten haben, extrem schlecht bezahlt werden. Jetzt haben wir in Deutschland auch wieder Warnstreiks und den Kampf um bessere Tarifbezahlung im öffentlichen Dienst, weniger Arbeitsstunden. Wäre es nicht sinnvoller, Davids Ideen zu nehmen und die Corona-Krise zu benutzen, um die gesellschaftliche Umstellung durchzuführen, als das Ganze an eine Klimabewegung ranzuheften, die für die meisten nicht greifbar ist im Alltag, während Corona und die Folgen davon im Alltag und Berufsleben viel greifbarer sind? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da irgendwas dagegen einzuwenden hätte, weil das eine ja auch mit dem anderen dann zwangsläufig zusammenhängt sozusagen. Ich glaube, ein wesentlicher Bestandteil seines Denkens war wirklich, dass diese Strukturen, die die Welt durchziehen, welche Art auch immer, welche Strukturen auch immer, letztlich Strukturen sind, die sich in unserer Kultur, in unserer kulturellen Matrix sozusagen manifestiert haben. Und deswegen ist es eine Realität, die auch umgekehrt werden kann. Durch ein, das muss man jetzt nicht Revolution oder so nennen, sondern das sind Strukturen und kollektive Vorstellungen, die uns sozusagen dazu verleitet haben, über Geschichte, über einen Zeitraum von Geschichte hinweg, diese Institutionen ins Leben zu rufen. Und wir können sie jederzeit umkehren und etwas anderes machen. Und dann entsteht eine ganz andere Gesellschaft. Und die Argumentation sozusagen, wie wir sie auch von vielen irgendwie Linken jetzt gehört haben, so in der Corona-Zeit oder irgendwie so von, ja, und jetzt sieht man mal sozusagen die Systemrelevanz und so weiter, dann wäre seine Frage ja, und was machen wir jetzt? Und wie machen wir das jetzt? Also natürlich irgendwie weiter den Diskurs irgendwie darum befeuern, wir sind ja alle irgendwie in irgendeiner Art positioniert, so innerhalb dieser Gesellschaft, so. Wir haben unterschiedliche Ränge oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, füllen unterschiedliche Funktionen aus. Aber immer wieder sozusagen hochzuhalten, dass es möglich ist und dass es auch eine Realität ist, die nicht so in so ferner Zukunft eigentlich ist. Warum können wir, also quasi schon ein naives irgendwie Fragen von, warum ist das eigentlich so, wie es ist und können wir das nicht anders machen? Und dann kommen wir aber auch zu einer ganz anderen Gesellschaft und das wäre schön für alle. In dem Sinne würde ich sagen, unterstützt den Arbeitskampf des öffentlichen Dienstes. Auf jeden Fall. Und da übrigens ist ja auch jetzt ich war da selber so ein bisschen involviert eine Zeit lang, die Klimabewegung Fridays for Future hat sich ja
über 2 Jahre hinweg mit Verdi getroffen und so weiter. Also da sind ja die Allianzen im Hintergrund, die sind immer so die Möglichkeiten für, wie er das sagt, so the constant awareness of transformation sozusagen, in der sollten wir leben, dass es möglich ist, weil es im Hintergrund Dinge passieren, die sehen wir nicht. Und die nehmen wir nicht immer wahr. Das ist ja auch, wie auch, muss ja auch nicht sein. Aber es passiert die ganze Zeit und es wird sich verändern. Ja. Danke. Marlene, jetzt erzähl du, wir kommen jetzt zurück. Wir haben heute einen etwas kurvigen Bogen. Aber zu den Bullshit Jobs, weil du sagst auch, du warst selbst bei Bullshit Jobs unterwegs und auch zu Sklaverei und Schulden. Erzähl mal. Okay. Also Nummer eins. Ich bin leider nicht nur die Ische, die euch anruft wegen Telefonumfragen. Ich bin auch die, die euch wegen der Digitalisierung all eure Jobs wegnimmt. weil ich gerade eine Ausbildung zur Informatikerin mache. Und davor schon in dem Feld in Praktika etc. gearbeitet habe. Und es ist halt so, dass sehr viel, was Informatiker machen, halt nicht wirklich sinnvoll ist. Oder auch nur irgendwie, ich meine, überlegen wir uns mal vielleicht als Beispiel die Corona-App, die mit viel Fanfaren angekündigt wurde. Aber letztlich, wie viele Infektionen hat die Corona-App verhindert? Und was haben die Hunderte, Tausende von öffentlichen Angestellten verhindert, die Leute angerufen haben, gefragt haben, okay, mit wem hatten sie Kontakt, okay, wo haben sie sich vielleicht angesteckt, okay, und dann müssen sie die noch anrufen und die noch anrufen. Also ich hab Freunde im öffentlichen Dienst, deswegen habe ich das sehr direkt mitbekommen. Aber diese Leute sind dann halt öffentliche Angestellte und werden wie Scheiße bezahlt. Aber Informatiker, immer wenn ich Leuten sage, oh, ich mache eine Informatiker-Ausbildung, sind sie, ach, das ist ja ein Job für die Zukunft. Und lässt dich ein Gold bezahlen. Ich mag Computer und ich mag Informatik, aber 99% von dem, was irgendwelche Startups machen, ist einfach nur Shit. Die niemand braucht. Ja. Oder irgendwelche Spiele, die dich süchtig machen. Ich meine, überleg dir, dass all die Bullshit-Spiele, die irgendwo im App Store sind oder Google Play, haben alle irgendwelche Leute programmiert. Und gleichzeitig, Leute glauben, Informatik ist der sicherste Job oder so, in den man gehen kann. Aber gleichzeitig ist es der Job, der am einfachsten outzusourcen ist. Also zum Beispiel ein Teil der Personalverwaltung von meinem Unternehmen in München wird in Dresden gemacht, weil es dort einfach billiger ist. Davor war ich bei einem größeren Telekommunikationsunternehmen, wo ich wieder den Namen nicht sage. Wo ich in einer Sparte war, die ein Produkt verkauft haben, das eigentlich in China programmiert wurde. Mein Bruder ist auch in einem kleinen Unternehmen in Ostdeutschland. Deren Produkt wird eigentlich in Sibirien programmiert. Und sie verkaufen das quasi nur an die deutschen Kunden. Und es ist gleichzeitig so sehr viele Sachen, die niemand braucht und die man einfach, ja, sehr viel effizienter lösen könnte. Aber nein, es ist Informatik, es muss wichtig sein, weil es sind viele weiße Männer, die dort arbeiten. Ja, also ich meine, einerseits ist es interessant, weil diese ganzen Dinge, also das nimmt uns die Jobs weg, die Digitalisierung nimmt uns die Jobs weg. Ich meine, stell dir vor, wir leben in einer Welt, wo die ganzen Menschen weniger arbeiten müssen. Es ist fucking Paradies, das ist doch super, es könnte nicht besser gehen, das Problem ist nicht, dass die Technologie uns die Arbeit insgesamt reduziert. Das Problem ist, wer diese Technologie besitzt. Ne? Weil es kommt nicht der ganzen Menschheit zugute. Also als ich Kind war, wir guckten alle Raumschiff Enterprise als Science Fiction. Und ja, super, irgendwann bald kommt in der Welt, wir fliegen nur rum in Raumschiffen und erforschen Dinge. Original nehme ich ganz stark an, Steve. Ja, Star Trek, ja. Und mittlerweile, also meine Kids gucken nur irgendwelche dystopischen, radioaktiven Landschaften, wenn du Glück hast, wenn du heute nicht von Zombies gefressen wirst. Also das ist diese Vorstellung von der Zukunft, die uns weggenommen worden ist, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Es war noch in den 60ern so mit dem Moonshot, hey, wir landen Mensch auf dem Mond. Es war eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wenn technologische Fortschritte sind, dass sie zugute der gesamten Menschheit kommen sollen. Aber mittlerweile, wo Steve Jobs oder Jeff Bezos oder wer es sein, dann das für sich allein besitzt und das als sein Eigentum
erklärt hat, dann ist eben dieser gesamtmenschliche Fortschritt nicht mehr vorhanden, weil es geht nur auf das Bankkonto von einem Mensch, der wirklich ein Psychopath sein muss, um immer mehr Geld zu wollen. Aber Franzi, jetzt kommen wir zu dir, weil diese Geldmacht, was ist hier eigentlich los? Was beschreibt da Grabe? Ja, vielleicht ein letzter Punkt, den ich gerade jetzt schon ganz Zeit mit mir rumtrage, dann verspreche ich, springen wir zu den Schulden und zu Geld. Das, was letztendlich gerade in Sachen Technologie passiert, was aber ja auch in Sachen Bullshit-Jobs beschrieben wird, nämlich diese immer neu entstehenden vermeintlichen besonderen Positionen, haben ja einen ganz besonderen Effekt. Und aus dem Grund, glaube ich, sollte es für Linke wahnsinnig relevant sein. Und es ist der Effekt der Individualisierung. Also indem ich immer noch meine ganz eigene, vermeintlich tolle Position bekomme, die eine Inhaltslehre, aber dennoch eine individuelle Beschreibung hat. Also ich bin zum Beispiel Growth Managerin, habe ich immer für mich die Position und grenzt es mich ja gegenüber Leuten mit anderen Tätigkeiten erst einmal ab. Das verhindert ja praktisch erstmal eine Form des kollektiven Denkens. Also im Sinne von, wir alle sind hier Angestellte in dieser Firma oder wir alle sind ArbeiterInnen, sondern es schafft so eine vermeintlich herausgehobene Position, die dann sehr, sehr stark, zum Beispiel in Sachen Startups, so diese eigentlichen Hierarchien und Machtverhältnisse verschleiert. Und ich glaube, was David Graeber dann mit Bullshit-Jobs ganz gut geschafft hat, ist tatsächlich diesen Kollektivgedanken wieder aufleben zu lassen, nämlich diesen, selbst wenn wir alle unsere tollen Jobtitel und Visitenkarten haben, dann sind eine Menge von uns eben nicht allein mit diesem vermeintlichen Tabugefühl, eigentlich sinnfreie Sachen die ganze Zeit zu machen oder gar nichts zu tun und einfach so zu tun, als würden wir was tun, weil wir haben ja eine Jobbeschreibung, die eigentlich sagt, wir sollten Dinge tun. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Bogen, den ich schlagen könnte zum Thema Schulden. Ich glaube, das ist, also letztendlich, das ist nicht abschließend, aber ein Punkt, auf den er ja eingeht, ist so dieser Gedanke der Begrenztheit von Geld. Also ganz häufig in linken Entgegnungen auf so einen geldpolitischen Diskurs heißt es, versuchen wir auf einer Sachebene irgendwie zu sagen, so, naja, also Geld ist jetzt nicht zwangsläufig begrenzt und dieses Märchen von der Inflation ist vielleicht auch jetzt nicht immer so aktuell, wie das in neoliberalen Kreisen so hochgejazzt wird und so. Aber es geht ja sehr, sehr wenig oder sehr selten aus meiner Sicht auf die eigentlichen Glaubenssätze. Und ich finde, die spricht er ganz gut an. Also das eine Gefühl, dass Geld eben begrenzt ist und es da irgendwie eine feste Menge vermeintlich gäbe, jetzt abgesehen mal vom Finanzmarkt. Und deshalb müsse man Geld auch immer zurückzahlen, weil sonst, also wo ist uns das Geld, ne? Ja, dann hat man das irgendwie ungerechtfertigt. Also dieser Gedanke auch, dass man Schulden nicht einfach erlassen kann jetzt in der heutigen Zeit oder in Richtung Zukunft, sondern das ist ja eine Schuld, die besteht und die muss ja unbedingt bestehen, weil Geld vermeintlich irgendwie die große gottähnliche Größe ist. Also ich glaube, da schafft er ganz gut, diesen Glaubenssatz anzusprechen von, aber warum glauben wir einfach, wir könnten das nicht ändern? Also warum sollte Geld das einzige System sein, was sich jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie grundlegend ändern ließe, indem er diese Historie aufbaut? Und der andere Punkt, den ich ganz spannend finde, ist letztendlich, dass sich an dieser Begrifflichkeit und dieser ja moralischen Sprache, aber auch diesen Glaubenssätzen mit dem Begriff von Schuld wahnsinnig viel Macht von Menschen übereinander ja schon manifestiert. Also dass es eigentlich keine Tauschhandel gibt, wo wir beide auf Augenhöhe handeln und aus freien Stücken und wo der Gedanke, dass ich einem Menschen irgendwie helfe oder eine Dienstleistung erbringe, automatisch, nicht automatisch jetzt irgendwie eine Gegenanforderung oder einen Gegenanspruch begründen würde. So, der wird ja durch Geld komplett ausgehebelt praktisch. Also es geht immer um eine Leistung, es geht immer um eine Schuld und in dem Moment, wo ich meine Schuld nicht zurückzahle, verstoße ich gegen diese gesamtgesellschaftlichen Regeln, gegen diese Normen und bin ich eigentlich, und ich finde das, naja, entkodiert er sehr, sehr gut, bin ich eigentlich ein Mensch, der einen Angriff verübt auf diesen vermeintlichen gesellschaftlichen Zusammenhalt aus Verbindlichkeiten. Und diese zwei Glaubenssätze von einerseits ist es so wahnsinnig begrenzt und diese Schuld und das Geld, das muss immer so bestehen. Auf der anderen Seite eben die Folge daraus, dass Menschen Macht übereinander haben sollen und vermeintlich auch häufig nur in Verbindung stehen über eben die gegenseitige Leistungsansprüche und damit eigentlich das gesamte gesellschaftliche Leben zu einer Art Handel verkommt und durchökonomisiert wird. Das finde ich schließt eine ganz gute Klammer. Aber ich gebe weiter an Elisa, die das sicherlich mal weitgehender ausführen kann.
Elisa, du bist Anthropologin, du hast die Weitsicht über die vielen Möglichkeiten der Kultur und der Gesellschaft. Wie siehst du das? Weil das ist das, was David dann immer wieder benutzt, um zu zeigen, eine andere Welt ist tatsächlich nicht nur möglich, es existiert überall, nur nicht bei uns. Wow, das sind super viele Themen. Ja, das existiert nicht nur bei uns. Weiß ich nicht. Also zum einen, David reist nicht nur in der Zeit, also in der Geschichte, sondern natürlich auch im Raum als Anthropologe. Aber das Spannende ist wirklich diese wahnsinnige Belesenheit, die er hat, und das zeichnet ihn als Anthropologen aus. Diese Art von Anthropologe ist am Aussterben. Also es gab eine Zeit, in der die Anthropologie wirklich das Wissen über Kulturen der gesamten Welt beherbergt hat und über alternative Formen von Ökonomie, von Politik etc. und so weiter. Und darüber einfach ein Wahnsinnswissen über die Möglichkeiten sozusagen, die wir haben, uns als Menschen auf diesem Planeten auf irgendeine Art zu entfalten. Und wenn du sprichst sozusagen von Moral, dann Moral ist ein total spannendes Thema und eine uralte Institution, die in sämtlichen Gesellschaften irgendwie existiert. Aber warum ist es so, dass wir sozusagen diese Annahme haben, dass ich jemand anderem überlegen bin, weil ich dir Geld geliehen habe oder so? Also woraus leitet sich das ab? Und dann kommt man irgendwie weiter und dann kommt man vielleicht auch durch die Ethnografie und durch das ethnografische Material zu anderen Gesellschaften, in denen es Tauschhandel tatsächlich gegeben hat oder immer noch gibt. Und es gibt ja auch in unserer Gesellschaft Tauschhandel. Es gibt das Geschenk, das Geburtstagsgeschenk, die Institution. Es gibt Institutionen, die immer auch koexistieren, auch in der kapitalistischen Weltwirtschaft. Genau, aber diese Idee von Tausch und von Macht sozusagen, die mit diesem Tausch assoziiert wird, die nimmt natürlich im Kapitalismus eine absurde Form an. Und dann reißt der in der Zeit immer mehr, auch seine neuen Bücher, das was jetzt rauskommt mit David Wengrow, wirklich einen Blick in die Urzeitgeschichte irgendwie, um herauszufinden, woher kommen eigentlich diese Ideen, auf der unsere Annahmen über das, wie es zu sein hat, sozusagen basieren. Und daraus leitet er den Schluss ab, wenn es sozusagen diese Möglichkeiten in der Geschichte gab und auch in der Gegenwart gibt. Es gibt irgendwie diese Spaces of Freedom Within, weil man da immer ein bisschen aufpassen muss, um zu gucken, dass es halt keine Projektion ist. Ne? Also es gibt das ethnografische Feld, die Welt kann ja auch irgendwie einen verführen, dazu etwas zu sehen, was vielleicht gar nicht da ist oder zumindest nicht so vollständig, wie man es gerne sehen würde. Aber es verleitet ihn dazu, überzugehen, zu sagen, ja, wir haben das Material, es ist ein Beleg dafür, dass es Alternativen gibt und deswegen ist es möglich. Wir leben in einer Welt der Möglichkeiten und nicht der Geschlossenheit. Und es gibt nichts, was sozusagen unmöglich ist. Also dann kommen wir jetzt zu Jenny, weil also Schulden, also man hat aus dieses Geben und Nehmen, da ist dieses wunderbare Beispiel bei Schulden die ersten 5000 Jahren von den Tiv in, ich glaube, im heutigen Nigeria. Und da ist es üblich, wenn eine Frau neu in ein Dorf angesiedelt ist, es ist üblich, alle Frauen kommen vorbei und die schenken ihr was. Und dann geht sie einer nach dem anderen so ein paar Tage später und schenkt ein paar Kartoffeln, ein Yam, ein bisschen Banane, also etwas zu kochen oder etwas zu nähen oder so, gibt's diese kleinen Geschenke. Aber es ist sehr wichtig, dass man nicht genau das Gleiche zurückgibt. Weil das würde heißen, die Schuld ist getilgt, ich will nichts mehr zu tun haben. Und es ist nicht so Tauschhandel in diesem Sinn von ich will dies und du willst das, sondern wir sind jetzt in einer Beziehung. Also ich gebe immer ein bisschen mehr zurück oder ein bisschen weniger zurück, weil es ist nicht, man will nicht einfach einen Strich durch das Konto, leeres Blatt. Man will immer in einer lebendigen Beziehung sein. Und ich glaube, David beschreibt sehr liebevoll solche Gesellschaften, wo the gift, also das Geschenk, als Basis da ist, nicht als Tauschhandel oder du kriegst mein Esel, ich kriege 15 Hühnchen oder Hähne oder so, sondern irgendwie, dass das Schenken eigentlich ein Ausdruck der Menschlichkeit ist. Wir haben aber
auf der anderen Seite einer Welt, wo Schulden zu bezahlen sind und vor allem gegen dem größten Bösewicht überhaupt, gegen dem Staat gegenüber. Jenny, du bist jetzt Schergen dieses Staates als Finanzbeamtin. Oh, ich weiß, wo du wohnst. Ja, jetzt komme ich. Das ist für die Sozialdemokraten. Ja, die habe ich sicherlich verdient. Oder nicht verdient. Ich habe nichts verdient. Ich habe gar nichts verdient. Nur negativ. So, Jenny, aber erzähl mal, weil aus deiner Sicht als Finanzbeamtin, weil wir leben in einer Welt natürlich, wo diese Zahlen völlig anonymisiert sind. Ne? In einer Welt des Miteinanders, ne? Von diesem direkten persönlichen Kontakt, ne? Ob ich dir Geld leihe oder so, ja, kommt drauf an. Aber du als Finanzbeamtin, es ist nur schwarz auf weiß nach Regelungen und nach Zahlen dann zu beurteilen. Oder? Also, ich bin ein bisschen im Nachteil, weil ich das Buch noch nicht gelesen habe. Ich würde. Musst du aber gerne, sofort machen. Es ist sehr schön. Aber ich würde gerne wissen, was David Graeber zum Thema Steuern, also Schulden gegenüber dem Staat der einzelnen Mitbürger, gesagt hat. Weil ich schon der Meinung bin, dass Steuern halt wichtig sind. Und das ist halt eine Schuld, die jeder Bürger oder jeder Einwohner eines Staates als. Schuld gegenüber der Gemeinschaft hat. Und wenn wir darüber reden, dass zum Beispiel Leute wie Jeff Bezos oder Elon Musk ein Milliardenvermögen haben, dann ist die Umverteilung dieses Vermögens nur möglich mit der Kontrolle durch den Staat. Also wenn man sie frei in der Gegend rumrennen lässt, ohne das Konzept Schulden gegenüber dem Staat auch und der Gemeinschaft, geben sie freiwillig reichlich wenig zurück, jedenfalls nicht so viel, wie sie zurückgeben müssten. Sie spenden immer nur. Und das machen sie halt auch so eher aus PR. Und der Staat greift nicht vernünftig ein. Ist jetzt noch ein ganz anderes Problem, weil die Steuergesetze da ist noch viel nachzuholen. Nichtsdestotrotz halte ich den Sinn und Zweck von Schulden durchaus für sinnvoll. Und diese Idee, dass Geld halt unendlich da ist, ich glaube, das ist etwas, das auch erst im Laufe des 19., 20. Jahrhunderts aufgekommen ist mit der Trennung von Geld vom Gold Standard, weil Geld war immer an Gold gebunden und damit war es eine Ressource, die tatsächlich endlich war. In dem Moment, in dem man es vom Goldstandard abgelöst hat, war Geld praktisch Papier, das man unendlich drucken und digital jetzt auch vermehren konnte. Vielleicht sollte man sich überlegen, Geld generell wieder an eine endliche Ressource zu binden, um unser Problem des unendlichen Wachstums in den Griff zu bekommen. Also ich finde schon, dass diese Organisation. Also ich glaube, Graeber würde Geld, dich in. Ja, ich weiß, das widerspricht. Er würde dich in allen Punkten bitte widersprechen. Ja, aber wir müssen ja also, das Problem von diesem Wachstum, von dem die Idee ist, dass das unendlich ist, in den Griff bekommen. Und ich finde nicht, dass wir Gesellschaften ohne Geld organisieren können. Und ich glaube auch nicht, dass wir es ohne Schulden machen können. Insoweit würde ich ihm wahrscheinlich, wenn ich das Buch gelesen habe, sehr viel widersprechen. Weil ich finde, doch, manche Menschen brauchen Regeln. Und die grundsätzlichste Regel ist, dass man Geld hat, dass man Schulden hat und dass wir so verschiedenstes gesellschaftliches Leben organisieren können. Weil in reiner Anarchie leben, das habe ich auch versucht, als ich 18, 19 war, bis meine Mutter mich besucht hat. Und dann war es vorbei mit meiner Anarchie in meiner eigenen Wohnung. Das geht meistens nicht gut aus. Und davon auszugehen, dass Menschen schon die richtige Moral finden ohne Regeln, ist sehr optimistisch. Und vielleicht funktioniert es im Kleinen, in einer privaten Organisation, im kleinen Raum. Aber so mit 80 Millionen Einwohnern kann ich mir das schwierig vorstellen. Also in dem Sinne, ich bin totaler Fan von Schulden, vor allem von Schulden des einzelnen Bürgers gegenüber dem Staat in Form von Steuern. Darf ich da bitte intervenieren? Mach. Oder geht das? Du kannst mir gerne widersprechen. Ich würde gerne einmal ganz kurz dazwischen grätschen. Ihr haltet dann die Spannung, das ist ein super Moment dafür, weil dann hoffentlich jetzt alle dranbleiben, auch wenn jetzt mein persönlicher Werbeblock kommt. Ich habe ja am Anfang nämlich gesagt, dass wir einen Sponsor für diese Folge haben, das Jacobin Magazin. Wir reden ja praktisch auch darüber, dass andere Ansätze, andere Wege aus dem Hier und Jetzt in die Zukunft irgendwie denkbar werden müssten. Dafür fühlt sich, würde ich sagen, das Jacobin Magazin
zuständig. Sein linkes Magazin, die meisten von euch kennen das wahrscheinlich schon, dann freut euch dieses kleine, ich zitiere wieder, Schmankerl wahrscheinlich noch mehr. Da gibt es im Übrigen auch ein übersetztes Gespräch mit David Graeber im Deutschen Jacobin über Bullshit-Jobs, zumindest online. Was jetzt das kleine Schmankerl ist, ist folgendes. Ihr könnt unter halb10.fm/Jacobin 10% Rabatt auf euer erstes Jahresabo im Print von Jacobin bekommen. Und das solltet ihr unbedingt nutzen. Es ist ein fantastisches Magazin. Und 10% sparen bei linker Politik. Wenn wir von Schulden sprechen, können wir auch über Sparen sprechen. Nutzt die Chance. Also 10% Rabatt auf das erste Print-Abo, also im ersten Jahr, unter halb10.fm/Jacobin. So, und jetzt gebe ich weiter an Elisa, die unter Spannung steht. Ja, also als erstes, glaube ich, würde ich gerne sagen, dass Graeber argumentiert in sämtlichen Werken, dass Anarchismus, es im Anarchismus darum geht, erstmal Pluralität wirklich ehrlich zu akzeptieren und zu sagen, ich erkenne an, dass die größte Unterschiedlichkeit unter uns besteht und nicht in Form innerhalb eines Staates oder wo auch immer, welche Organisationseinheit auch immer man sich sozusagen angucken möchte, sondern zwischen uns fünf, die wir hier in diesem virtuellen Raum uns sozusagen befinden, da besteht die größte Differenz. Und wir werden, auch wenn wir uns darauf einlassen, auf einen Consensus-Making, whatever, wahrscheinlich zu einem Konsensus kommen, aber ich werde natürlich nicht immer irgendwie mitgehen, innerlich, aber ich muss es dann tun, damit wir irgendwie weiterkommen. So. Und das führt mich zum zweiten Punkt, nämlich der Frage sozusagen der Unausweichlichkeit. Sorry, wenn ich jetzt irgendwie dein Wort dir im Mund umdrehe oder so, dann musst du mich natürlich unterbrechen. Der Beziehung der Staat, Mensch, Bürgerin, whatever, Schuldenbeziehung sozusagen, in der wir uns alle in irgendeiner Form sozusagen befinden. Das ist, so würde er argumentieren, auf jeden Fall absolut ausweichlich, also und auch absolut umkehrbar. Aber das wird sehr lange, lange, lange Zeit in Anspruch nehmen, denn diese Institutionen der Moral und diese Strukturen der Unterdrückung, die sind nicht erst irgendwie vom Himmel gefallen gestern, sondern die bestehen seit Jahrtausenden in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur. Und irgendwann entwickelt sich mal der Nationalstaat heraus mit seinen Organen und seinen Institutionen. Und das ist historisch einfach gesehen absolut jung. So, wobei natürlich die Institution der Schuld noch viel, viel, viel weiter zurückreicht. Ergo, wir haben das in unserer kulturellen Matrix irgendwie internalisiert. Aber wir können irgendwann, und das ist ein fernes Utopia, was wir wahrscheinlich mit den gegenwärtigen Krisen, die auf uns zugerollt kommen, nicht erreichen werden. Aber sozusagen die Möglichkeit aufrechtzuerhalten, dass wir zu einer Gesellschaft, zu einer Menschheit kommen können, in der wir anders miteinander im Austausch stehen. Und in der Anthropologie gibt es so die Idee, dass die Gesellschaft oder die Gesellschaft über die Gabe und über den Austausch sozusagen erstmal überhaupt zustande kommt. Und dass wir sozusagen irgendwann zu einer anderen Form von Beziehung übergehen können, das würde er auf jeden Fall unterstreichen. Und dass es auch jenseits sozusagen von diesen kleinen Kollektiven, das wird ja irgendwie Anarchismus immer vorgeworfen, so ja, Anarchismus funktioniert aber nur im Kleinen und bla. Und man muss immer diese Meetings haben und eigentlich die ganze Zeit. Und wollen wir wirklich darüber diskutieren, ob wir jetzt irgendwie sauberes Trinkwasser von XY holen oder solche Sachen halt. Warum können wir das nicht größer denken? Wenn es möglich ist sozusagen, dass es irgendwie einen Lufthafen gibt in Hongkong, wo täglich tonnenweise Scheiß um die Welt gekarrt wird, der dann irgendwie am nächsten Morgen sind irgendwelche Tulpen aus Chile irgendwie in meinem Supermarktregal. Warum ist es dann nicht möglich, dass wir eine Welt organisieren, die auf anderen Beziehungen basiert und in der wir sozusagen jenseits uns von Schuldverhältnissen organisieren und von Oppressionen? Okay, bevor Marlene und Steve dann wieder dran sind, muss ich hier noch kurz zwischengrätschen, weil ich gleich los muss. Interessant. Ich würde jetzt da aber einbringen, dass dieser Schiffshafen in Hongkong und in Beijing und Co. nur existieren kann, weil es 10.000 kleine Leute gibt, die die strukturellen Sachen und die Mini-Entscheidungen schon vorher getroffen haben in dem Institutionen und System, auf das man sich innerhalb einer Gesellschaft geeinigt hat, die tatsächlich historisch gewachsen ist.
und in der man sich in der Historie auf diese ganzen Regeln und Hierarchien geeinigt hat, die vielleicht irgendwann weg sind, aber David war selber Professor an einer Universität und hat Gelder bezogen, die aus Steuern finanziert wurden. Insofern würde ich sagen, diese Anarchiegesellschaft ist nicht möglich in dem großen Ganzen, weil diese Entscheidung, beziehen wir irgendwoher sauberes Wasser für eine Gesellschaft, am Ende des Tages wirklich entscheidend ist, ob sie existiert oder nicht. Denn hast du sauberes Wasser, hast du sauberes Wasser. Und das erleichtert dir das Leben in einer Gesellschaft erheblich, wie wir in Brandenburg aktuell sehr gut erfahren können, weil wir schon im dritten Jahr einer Dürreperiode sind. Insoweit ist diese Vorlage, sauberes Wasser ist sehr, sehr wichtig, vor allem, dass es Trinkwasser ist, für mich jetzt natürlich ein Elfmeter, weil ich sagen würde, ja klar, ist das super wichtig. Und ich würde jetzt tatsächlich die Institutionen, die das alles organisieren, der Hierarchien, in der wir aktuell leben, irgendeine Anarchie absolut jeden Tag vorziehen, weil ich will sauberes Trinkwasser. Also insofern finde ich das alles auch sehr interessant, was David dazu denkt, was diese Anarchie und so angeht. Gleichzeitig, ja, aber es ist halt historisch gewachsen, die Gesellschaft, in der wir leben. Also finde ich es theoretisch alles sehr interessant, würde es aber auch, wenn wir uns angucken, welche Probleme vor uns liegen, unter anderem der Klimawandel, mir jetzt keine anarchistische Gesellschaft wünschen, um dieses Problem anzugehen, sondern die Gesellschaft, die wir haben, die nicht perfekt ist, aber doch eher so auf Problemlösungen ausgelegt ist. Also ich weiß, damit ecke ich hier ein bisschen an, aber ich glaube, dazu ist dieser Podcast auch da. Wenn ich euch 100% recht geben würde, wäre ich hier, glaube ich, falsch. Also ich glaube, wir kommen auf das Kernthema, und das ist im Grunde diese Spaltung zwischen den Anarchisten und Sozialisten 1871, 72. Was für schöne Zeiten das waren. Ja, als es darum ging, als sie keine anderen Probleme hatten. Ja, muss man den Staat übernehmen? Damals haben die Sozialisten gesagt, ja, man muss den Staat übernehmen, damit er irgendwie dann verwelkt. Ich glaube, das ist das deutsche Wort. Also das ist irgendwie, ne, also man würde dann auf eine Welt kommen, wo es keinen Staat mehr gibt, aber man braucht den Staat erstmal, um das Sozialismus einzurichten, und eine kommunistische Gesellschaft wird daraus erwachsen, indem kein Staat des Zwangs und der staatlichen Kontrolle mehr notwendig ist. Also natürlich, da kann man sagen, historisch, nicht immer. Und die Anarchisten haben gesagt, indem du das machst, dann schaffst du eine neue herrschende Klasse bei einer sozialistischen Gesellschaft, womit sie auch nicht ganz Unrecht hatten in den Beispielen, die uns vor Augen noch liegen. Aber Marlene, du wartest die ganze Zeit. Wir kommen zu dieser Frage des Staats zurück, weil David, du musst weg, Jenny. Aber wir werden auf diese Frage noch eingehen. Ich würde euch bloß noch Tschüss sagen. Tschüss Elisa, tschüss Steve, tschüss Marlene, tschüss. Alles klar. War super nett. Und danke schön, dass du da warst. Bis dann. Tschüss. Jenny vom iMission Podcast. So, Marlene, endlich. Ciao. Bitte, komm. Okay. Ja, es ist schade, dass Jenny nicht mehr da ist, weil ich eigentlich auf ihre Sache eingehen wollte, aber das ist okay. Nummer eins, historisch gewachsen ist, was wir in der IT absolut beschissene, überholte Serversysteme nennen. Nummer zwei, ein kurzer Exkurs zu Staat und Eigentum und Schulden und so weiter. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu seltsam. Nee, bitte, mach das. Eigentum und der Staat? Ja, kurz mal das hier. Oh, okay. iPhone. Du hältst ein Eigentum und der Staat. Das ist ein Handy. Das hier ist mein Handy. Das ist nicht nur ein Handy, das ist mein Handy. Die Frage ist, woher weiß ich das? Ich meine, in den Molekülen des Handys ist nicht mein Name eingraviert oder so. Und keine Ahnung, ich habe nicht drauf gepinkelt, um mein Revier zu markieren. Also, wie kann ich überhaupt sagen, dass das mir gehört? Die Sache ist, wenn, keine Ahnung, ich rumgehen würde und jemand würde es mir klauen, würde ich wahrscheinlich die Polizei rufen, auch wenn ich die Polizei nicht mag, und sagen, hey du da, der Typ hat mein Handy geklaut, bitte nimm deine Waffen und hol es mir zurück. Eigentum ist im Grunde immer eine Fiktion, die nur existiert, weil wir alle daran glauben. Also es ist wie Geld. Es ist wie das Geld, mit dem ich meine Miete bezahle. Ich darf in dieser Wohnung wohnen, weil ich einen Vertrag habe, der sagt, dass das meine Wohnung ist. Und im Zweifelsfall könnte ich das einklagen.
Und im schlimmsten Zweifelsfall könnte ich die Polizei holen, die mit ihren gefährlichen Waffen dafür sorgt, dass ich hier wohnen bleiben darf, wenn das meine Wohnung ist. Und okay, ich hoffe, das wird nicht zu seltsam. Ich bin ein bisschen angetrunken. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, ohne den Staat gäbe es kein Eigentum, weil Eigentum ja immer auf staatlichen Regeln basiert, die wiederum durch staatliche Gewalt durchgesetzt werden. Ohne einen Staat gäbe es vielleicht Leute, die private Milizen hätten und damit irgendwelche Ressourcen für sich verteidigen und das Eigentum nennen. Aber ja, es gäbe kein Regelwerk, über wem was gehört. Und gleichzeitig, wenn zum Beispiel Jeff Bezos Steuern an den Staat bezahlt, weiß er zumindest irgendwo, dass es letztlich auch die Polizei ist, die dafür sorgt, dass seine Fabriken weiterhin ihm gehören, seine Lagerhäuser weiterhin ihm gehören. Und seien wir ehrlich, es ist auch die Polizei, die gegebenenfalls die streikenden Amazon-Arbeiter auseinanderstößt, damit die Streikbrecher in die Fabrik kommen. Ja, wie auch immer, ich mag Jennys Podcast sehr gerne und ich mag auch sie sehr gerne, aber wir haben politisch, glaube ich, relativ andere Ansichten. Franzi. Ja, ich glaube, also wo wir die ganze Zeit rumkreisen und was bislang noch so ein bisschen unausgesprochen ist, ist dieses Logikproblem, in das wir uns reinsteigern nach und nach, wenn wir einerseits über sowas wie staatliche Institutionen reden und Schulden gegenüber dem Staat, zwischen Staaten und so weiter und so fort und auf der anderen Seite über Anarchie, Anarchismus sprechen. Letzterer lebt ja genau davon, eigentlich diese staatlichen Institutionen nicht mehr zu wollen, davon wegkommen zu wollen. Und insofern geht es natürlich irgendwie auch darum, diese Strukturen an sich überwinden zu wollen. Das heißt, in einem Sozialismus haben wir am Ende immer noch eine gewisse Staatsgläubigkeit unter Umständen. Es geht darum, dass das Macht anders verteilt wird, aber sie darf trotzdem irgendwie staatlich organisiert sein. Macht darf sich staatlich manifestieren. Es darf auch staatliche Institutionen geben, die entsprechend anerkannt sind. Und möglicherweise damit verbunden auch Gesetze, Verordnungen, eben Recht, was Machtverhältnisse, Eigentumsverhältnisse durchsetzbar machen würde. Das kommt dann darauf an, wie man konkret einen sozialistisch gestalteten Staat oder so ausgestaltet. Anarchie, Anarchismus lebt ja gerade davon, dass es das eben nicht mehr gibt, sondern dass alles auf, naja, sich praktisch auf das Miteinander beschränkt. Ich habe ein sozusagen Lieblingszitat von Graeber. Das ist aus dem Buch Anarchismus zur Einführung von Daniel Loik, für alle, die es nachlesen wollen, Seite 127. Und da geht es um die Beobachtung, dass Staaten an einer institutionell bedingten Blindheit oder Fantasielosigkeit leiden. Und das Zitat ist: Das einzige Medium, über das sie zum Umgang mit gesellschaftlichen Problemen verfügen, ist das der Gesetze und Verordnungen. Dies wiederum führt dazu, dass die Menschen bei jedem Problem ein neues Gesetz verlangen und verlernt haben, andere Lösungen zu entwickeln. Also vielleicht bringt das diesen Widerspruch, von dem wir gerade sprechen, oder der so ein bisschen unausgesprochen ist, ein bisschen auf den Punkt. Also können natürlich sagen, Strukturen, Gesellschaft, auch Gesetze müssten sich verändern. Wir bräuchten eine andere Staatsform, aber immer noch eine Staatsform, dann lebt die zumindest nach dem jetzigen Stand weiterhin von Gesetzen und Verordnungen. Oder wir sagen, okay, wir machen uns auf in eine Utopia der Fantasie sozusagen und lösen uns letztendlich gänzlich davon. Ich glaube, das ist häufig ja auch was irgendwie anarchistische Diskurse und sozialistische Forderungen zum Beispiel gegenseitig ausschließt und woran wir scheitern, das irgendwie zusammenzuführen. Und ich glaube, David Graeber hat das ganz, ganz spannend und ganz gut irgendwie trotzdem geschafft, weil es auf den Glaubenssatz und diese, Elisa, du hast es Institutionen genannt, zurückführt, die dahinter stecken. Also diese Grundannahmen von, es müsse sowas geben wie eine Verbindlichkeit zwischeneinander, zwischen den Menschen, sowas wie Schuld, sowas wie eine moralische Macht, die sich entwickelt von Menschen übereinander und von der staatlichen Gewalt über Menschen, oder eben nicht. Und ich glaube, in diesen Grundsätzen, da sind dann die eigentlichen Punkte, wo die Widersprüche sich auflösen und wo man darüber debattieren kann, was eigentlich Motor einer von mir aus historisch gewachsenen gesellschaftlichen Ordnung ist oder nicht. Aber das, glaube ich, ist häufig gerne ein Problem, wenn wir über Utopien einerseits sprechen und über Wege aus dem Status quo, aus der Gegenwart hin zu dieser Utopie, das ist vermeintlich erstmal widersprüchlich klingt. Und bei David Graeber hat es das vielleicht nicht so getan. Und das ist vermutlich, so als Schluss vielleicht, der Grund, warum er eben auch so gefeiert wird und so hochgehalten wird von vielen.
Elise, du bist auch, glaube ich, du bist auch Parteimitglied. Ist schon vorbei oder? Nein, nein, wir laufen noch. Der Link. Du bist Parteimitglied, weil das ist jetzt diese okay. diese Gegensatz, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin Parteimitglied der Partei Die Linke. Falls jemand zuhört, ich arbeite auch für Die Linke. Aber das ist nur so am Rande. Ich glaube, also für mich zumindest, was ich so von Graeber irgendwie gelernt habe und in der Auseinandersetzung mit ihm, ist, dass die Idee sozusagen von Totalität, also von einer Ganzheit von Lösungen, die wir irgendwie erwarten oder an den Staat erwarten, sowas wie irgendwie der Staat soll die Schulden eintreiben oder der Staat muss jetzt das Problem mit der Klimakrise lösen oder keine Ahnung, was auch immer man irgendwie nehmen möchte. Diese Idee von Totalität, die ist irreführend. Also es braucht nicht diese totale Lösung für alles oder irgendwie so diese totale Integration aller in ein System von Staatlichkeit oder whatever sozusagen, sondern es ist eher so eine Hingabe irgendwie an Komplexität und an Koexistenz. Also er war ja auch irgendwie inspiriert von den Schriften von Abdullah Öcalan, der als sehr, sehr wichtiger oder als zentraler Denker der kurdischen Bewegung sozusagen gilt. Und die Idee, dass irgendwie viele diverse Systeme und Moralvorstellungen und so weiter irgendwie nebeneinander koexistieren können, das habe ich daraus mitgenommen. Und eine Abgabe von der Idee von Totalität, die ja auch sozusagen in der sozialistischen und der sozialistischen Utopie eine total zentrale Rolle irgendwie einnimmt. Dass wir an diesen Punkt Y kommen, an dem wir alle integriert sind und alle unsere Probleme sind irgendwie sind weg. So wird es nicht sein, so sind wir nicht. Wir sind einfach durch unsere menschliche Beschaffenheit ambivalente Wesen. Auch David Graeber war natürlich ein ambivalentes Wesen. Also er hat einerseits irgendwie diese Vorstellungswelten und diese Utopien bevölkert, zumindest in seinen Schriften und auch in seinem anarchistischen Aktivismus. Aber gleichzeitig war er halt auch irgendwie Kind seiner Zeit, so wie wir es alle sind. Und wir haben reale Probleme, denen wir uns irgendwie annehmen müssen. Und wir brauchen Lösungen, die auch schnell gehen müssen. Aber in diesem historischen Prozess, in dem wir uns sozusagen befinden, kann es trotzdem etwas geben wie Möglichkeiten. Und ich glaube, dieses Möglichkeitsdenken, das wird uns häufig ausgeredet. Also eigentlich wird uns das täglich ausgeredet sozusagen, sondern es gibt die menschliche Natur, es gibt das muss so sein, das ist immer schon so gewesen. So, nein, das stimmt nicht. Es ist nicht immer so gewesen. Es kann auch anders sein und es dauert wahrscheinlich nur einfach wahnsinnig lange, bis wir da hinkommen. Ja, also in der Beziehung, also ich bin auch zu David da gekommen, über Corbyn und Corbyns Labour. Und das ist eigentlich, das ist schon der Widerspruch an sich, dass ein Anarchist, ein selbsterklärter Anarchist, setzt sich massiv für eine parlamentarische Partei ein. Aber ich bin jetzt also wirklich in dem Moment, wo ich mittlerweile sehr, sehr offen fürs Anarchismus bin, weil wir haben gemerkt innerhalb von Labour, Corbyn wurde gewählt als Anführer durch diese direktdemokratische Wahl, aber alle anderen Strukturen von Labour eben nicht. Und das Establishment, dieses eherne Gesetz der Oligarchie, hat sich so massiv gewehrt, weil ihre eigenen Karriere damit so bedroht waren. Aber dass ein Anarchist sich so für die Sozialisten einsetzt, weil eben durchkommen, dass tatsächlich wir endlich mal ein antirassistischer Anführer haben, ein Antikriegsanführer, also einer, der immer gegen das Imperialismus war, als Anführer einer Demokratie, die weltweit sozusagen Ansehen erlangt. Also es hat so viele Möglichkeiten eröffnet und vor allem, dass so viele Leute dann zu Labour gekommen waren. Nicht, weil wir alle Parteigremien so toll finden, sondern weil wir endlich mal selbst eine Stimme haben. Und es war im Grunde eigentlich diese Ablehnung von diesen Hierarchien, diesen festen Strukturen, die dazu dienen, dass man unten keine Stimme mehr hat. Das hat die Menschen dazu bewegt, okay, ich gehe in diese Partei rein und das ist echt nicht mein Bier. Und diese ganze OV-Sitzungen oder egal wie man das nennt, so
oh mein Gott, ne? Und dieser, oh mein Gott, das ist der Vorsitzende, wirklich? Also das, dann ist doch lieber Plenum statt. Ja, genau. Und man merkt diese so Professionalisierung der Politik, wo alles nach den festen Regeln geht. Und es sind solche so Spießer und Biederer, die nur, ich will diese Regeln, diese Regeln, diese Regeln. Weil man im Grunde nur durch Regelwerke alles schaffen möchte. Wir sind, glaube ich, an den Punkt gelungen, wo mittlerweile eine Mehrheit der Menschen eine solche Frust mit diesen Regeln erspürt, weil einerseits Rex, die sehen das als Moralismus, die sozusagen das Sozialismus ausrufen, was vielleicht auch stimmt, aber andererseits links, weil wir merken, sorry, mit diesen sogenannten demokratischen Regeln werden, sind wir nicht mal in der Lage, den eigenen Planeten als Bewohner Menschheit. Also selbst in der Lage sind, es ist nicht mehr Raumschiff Enterprise, wir gehen los und wir retten die Welt. Also wir können, also alle sagen, wir müssen was machen und wir sind nicht in der Lage in einer sogenannten Demokratie, weil eben wir uns nicht selbst vertreten, weil eben wir nicht die Macht selbst in der Hand haben, sondern es geht immer darum, Vertreter aus Hierarchien auszuwählen, die das für uns irgendwie regeln sollen und die Macht uns entnommen wird. Und dass David sehr wohl verstanden hat, dass man da hier Alliierte ist, weil ich muss gestehen, manchmal mit manchen so kleineren anarchistischen Gruppen hat man sehr schnell das Gefühl von, oh, ich bin moralisch nicht gut genug, ich bin, na, also, wenn man politisch nicht einer Meinung ist, das kann nur heißen, dass es mein moralisch ein sehr verdorbener Mensch ist oder so, aber der eine, der so offen war, auch mit anderen zusammenarbeiten, die wirklich völlig andere Ansätze verfolgt haben, an in diesem Sinne die Horizonte des menschlichen Möglichen zu erweitern. Das war toll. Ich kann auch gleich in so ein paar kleine Clips in den Show Notes dann von Graeber posten, wie er sich da eingesetzt hat für eine Labour-Partie, die wirklich sowas von verkrustet ist und sowas das Gegensatz davon ist. Und was wir die ganze Zeit eigentlich gebraucht haben, war ein lebendiges Modell der Basisdemokratie. Ne? Und im Grunde, was über Direct Action, also das, was er damit schildert, was bei Occupy so viel stattgefunden hat, war es, dass man selbst vorleben sollte, wie man selbst kollektive Entscheidungen treffen kann. Und nicht das den Hierarchien zu überlassen. Also er beschreibt, es ist sein Buch The Democracy Project, ist leider nicht auf Deutsch übersetzt worden. Er beschreibt, wie am Tag von Occupy Wall Street, als sie alle dahin gingen und eigentlich wollten sie ihre so Anti-Globalisierungskampagne, so ein typisches Ding, dass die selbst irgendwie dieses Forum schaffen, wo Menschen zeigen, wie wir selbst dann die Macht über unseren eigenen Leben, selbst kollektive Entscheidungen treffen können. Aber stattdessen waren plötzlich irgendwie ein Haufen irgendwelche trotzkistische Gruppe da mit ihren vorgedruckten Plakaten und da war kurz ein offenes Mikro. Aber also, dass man wirklich selbst Entscheidungen treffen kann, das war gar nicht vorgesehen. Und irgendwie die meisten Menschen waren sowas von angepisst. Die gingen ein, zwei Blöcke um die Ecke und haben dann Occupy gestartet. Und daraus war Occupy geboren. Also nicht dieses performative, ich marschiere hin und her mit meinem vorgedrückten Plakat und dann gehe ich nach Hause und habe mein Wut ausgedrückt, sondern indem wir selbst vorleben, wie wir die Macht selbst übernehmen. Und das war irgendwie das Ziel von Occupy. Ich glaube, ob das immer geklappt hat, das war oft natürlich sehr schwer unter den Bedingungen, auch mit den polizeilichen Repressionen. Aber das scheint mir so wirklich das Ding zu sein und besonders, was man in Rojava da erlebt hat, also ein Versuch, eine andere patriarchalische Gesellschaft aufzubauen, eine Gesellschaft der Vielfalt, auch der ethnischen Vielfalt in einer Region, was gerade vom Bürgerkriegen dann erschüttert worden ist. Das war wirklich so das Ding. Und es ist, glaube ich, an uns allen, dass wir versuchen, wirklich mehr diese Modelle aufzuwärmen. Weil die Lektion, die ich von Labour mitnehme, ist, wir waren alle rein, wir haben alle für Corbyn gestimmt und dann hatten wir alle eigentlich nichts zu tun. Also wir waren alle so wütend auf Facebook oder so. Und so zweimal im Jahr, da gab es irgendwelche innerparteiliche Wahlen, aber wir konnten sonst nichts machen. Und wie können wir selbst die Macht selbst übernehmen? Und das ist der Beginn der Revolution. Das ist der Beginn der Befreiung und der Ermächtigung. Und nicht das irgendwie den da oben da zu überlassen. Und man will, ja, man will erstmal den Staat ein bisschen übernehmen, solange es den Staat noch gibt, um eben zum Beispiel das Klima zu retten. Aber am Ende müssen wir selbst die Verantwortung
für übernehmen und diese Verantwortung teilen mit anderen. Und das ist so diese Vision, glaube ich, die David da eröffnet hat. Und ich kann auch länger auf Jennys Punkte da früher eingehen, aber ich würde sagen, alle liest Schulden die ersten 5000 Jahre, weil es wirklich ein wunderbares Buch, was zeigt auch Geld an völlig erfundenes Ding ist. Das ist meistens eigentlich nur ein Ausdruck von der Liebe und der Verbundenheit zu anderen Menschen, wo Gold nicht ein Wert war, sondern nur ein preiswertes Objekt, was diese Liebe ausdrücken sollte. Und es ist jetzt verkommen zu einem reinen Tauschhandel der Nullen und Einsen, die mit Staatsmacht und Gerichte und Gerichtsvollzieher und Polizei dann durchgesetzt werden soll. Und das hat Jeff Bezos reich gemacht, diese ganze Apparat und Gerichte, und nicht, dass der Staat auch schwach ist, natürlich, das hilft, aber der Staat ist nur der erste Schritt und sozusagen, um Jeff Bezos zu entmachten. Aber Marlene, du wartest jetzt ganz geduldig die ganze Zeit. Hättest du noch was zu David, noch was zu entrichten? Oh Gott, jetzt bin ich überfordert, weil ich nebenbei gerade auf meine Ratten geschaut habe, die wir gerade rausgelassen haben. Wie bitte? Deine Ratten? Lang lebe David. Lang lebe David. In unseren Herzen weiter. In unserem Herzen weiter. Franzi. Ja, wir sind ja jetzt gar nicht so großartig zu Occupy gekommen und zu anarchistischer Praxis tatsächlich auch heute schon und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wenn wir gerade uns angucken, wie gerade die Klimabewegung agiert oder wie sie vielleicht auch agieren sollte nach Wunsch vieler, dann geht es da ja immer um eine solidarische Praxis. So. Und gerade wenn wir von Utopien und Veränderung sprechen, ist es einfach so, dass für wahnsinnig viele Menschen dieser Weg der Veränderung erstmal unvorstellbar ist. Also was soll das heißen, wenn ich Sozialismus sage oder Anarchie? Ne? Und es muss sich ja irgendwie konkretisieren. Also wir müssen irgendwie, glaube ich, damit leben, dass viele Menschen einfach nicht bei den Worten allein schon aufspringen und sagen, yes, da bin ich dabei. So, und ich glaube, der Weg, wie das passiert ist, eben diese Praxis und von mir aus irgendwie auch eine anarchistische Praxis, vor allem in Bewegungen, ne? Wo es eben darum geht, Macht in Frage zu stellen und Machtverschiebung zu erkämpfen. Und was ich ganz spannend finde, ist bei Heinz Bude in seinem Buch Solidarität, der jetzt kein Anarchist ist, aber er schreibt praktisch einmal, dass wir aufpassen müssen, dass Solidarität eben nicht zum Daseinsbegriff verkommt, sondern ein stetiger Kampfbegriff bleibt, und aufpassen müssen, dass wir irgendwie nicht staatliche Errungenschaften, vermeintliche wie einen Sozialstaat oder so, dann als Erfüllung von solidarischer Praxis sehen. Und ich glaube, das ist das, was jetzt gerade für Bewegungen sehr, sehr wichtig ist, dass man nicht ständig einfach nur behauptet, man sei ja solidarisch, einfach aus dem Prinzip heraus, dass man staatliche Macht und Macht von Parteien und Macht von EntscheidungsträgerInnen bislang in Frage stellt, sondern dass es eben auch damit zu tun hat, wie wir heute schon leben, wie wir Entscheidungen treffen. Und dieser Begriff der solidarischen Praxis und eben auch dieses ständigen Kämpfens, ich glaube, das ist was, was dann letztendlich Bewegungen vereint, vielleicht auch verschiedene Utopien vereint, aber worauf es aus meiner Sicht so ein bisschen ankommt und was ich mitgenommen habe, dass die Utopie schon heute fühlbar sein kann an bestimmten Orten, in bestimmten Gruppen und in bestimmten Lebensformen, so, und damit auch Solidarität, also dieses eine Wort, was auch immer so hochgehalten wird, jetzt gerade in der Corona-Pandemie, dass das eben möglich ist und heute schon einen Vorgeschmack ermöglicht, aber dass es halt aber auch immer Arbeit ist und eben nicht einfach nur so eine Sache von wir sind so und das ist jetzt alles gut und dadurch wird sich die Macht irgendwie von allein zu uns verschieben. Ja, dieser Begriff von Solidarität, Kampf und Lebenspraxis ist was, was ich noch einschieben wollte, einmal gegen Ende. Elisa, ein letztes Wort zu David. Ja, dem kann ich mir echt einfach nur anschließen, so dem letzten Stichwort Lebenspraxis. Also klar, wir können jetzt irgendwie auch über politische Bewegungen noch ewig lang reden und ich hätte auch gerne noch was zu Ende Gelände gesagt, und meiner Meinung nach funktioniert da sehr viel nach sehr anarchistischen Prinzipien. Ich selbst bin Teil von so einem Küchenkollektiv und sie auch gerade so eine Ausbildung und so, und es gibt einfach zig Wege, wie wir schon in unserer, also ich in meiner Bubble, in der ich natürlich lebe, meine Bubble, irgendwie nach diesen Prinzipien lebe, so. Aber das Wichtige ist, und das ist so, als er gestorben ist, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil eigentlich so, ich schon so diesen Traum irgendwie eines Tages auch mal an der LSI irgendwie ein Erasmus oder whatever oder irgendwie einen Aufenthalt zu haben und David Graeber irgendwie persönlich kennenzulernen. Das geht nicht mehr, zumindest nicht mehr in diesem irdischen Kontext.
Es gibt ja noch mehr, es gibt ja auch noch Geister und so in der Anthropologie. Zum Glück. ja, aber es macht, also dass es einen Unterschied macht, wie wir leben und dass es einen Unterschied macht, wie wir Dinge machen. Also wir werden alleine die Welt sowieso nicht verändern können. Es geht immer nur im Kollektiv und es geht immer nur mit anderen Menschen zusammen und kein Gedanke kommt aus einem Genius heraus, sondern das ist auch Wissenschaft, das ist immer Kollaboration. Und wir haben aber sozusagen trotzdem als Einzelne die Macht, irgendwie unsere Vorstellungskraft anzukurbeln. Und da nimmt er irgendwie von Marx immer wieder, zieht auch ganz viele aus Marx und aus Marcel Mauss, der eher anarchistisch geortet ist. Er zieht von ganz vielen Ecken und Enden und irgendwie, er sagt das sozusagen, am Ende des Tages sozusagen, wenn wir uns Dinge anders vorstellen können und sie auch anders ins Leben bringen können, dann sind wir schon Teil einer Revolution. Dann sind wir schon Teil dabei, Dinge einfach anders zu machen. Und es macht einen Unterschied, wie wir leben. Langfristig. Vielleicht nicht merken wir den Unterschied noch nicht gleich morgen, aber irgendwann. Du, dann denke ich an sein Buch, The Democracy Project, leider nicht auf Deutsch. Da hat er eine Danksagung. Er möchte sich bei allen in der Bewegung bedanken, von dem er alles, was er weiß, gelernt hat. Es ist so eine typisch bescheidene, aber auch offene Ansage von David. Und das Buch endet mit ein paar Sätzen, die ich selbst übersetzt habe. Und deswegen ist es total holprig, weil mein Deutsch ein bisschen ist. Aber ich versuche das mal zu zitieren, weil es hat bei mir so wirklich nachgehallt. Im Moment scheint der Planet eher auf eine Serie beispielloser Katastrophen zu steuern, als auf die breite moralische und politische Transformation, die den Weg in eine neue Welt eröffnen könnte. Aber wenn wir irgendwelche Chance haben sollen, diese Katastrophen abzuwenden, werden wir unsere Denkgewohnheiten ändern müssen. Und wie die Ereignisse von Occupy zeigen, ist das Zeitalter von Revolutionen keineswegs vorbei. Die menschliche Vorstellungskraft verweigert, stumpf zu sterben. Und in dem Augenblick, wo eine signifikante Anzahl von Menschen gleichzeitig die Ketten abschütten, die auf der kollektiven Vorstellungskraft gelegt worden sind, werden sogar unsere noch festesten Annahmen darüber, was politisch möglich ist, was politisch nicht möglich ist, über Nacht zerbröckeln. Und in diesem Sinne, David Graeber, you're a fucking star. Thank you very much. Das war es. Halb10.fm, neuer Podcast für neue linke Politik. Alles auf Deutsch. Wir hätten so viel, was wir auf Englisch hätten bringen können zu David. Das heißt, wenn du uns magst, dann kannst du uns abonnieren, liken, sharen, teilen und auch einfach zu Hause deine Freunde, deine Familie davon erzählen. Wir haben auch Leute, die uns unterstützen. Franzi. Ja, die Menschen, die uns schon unterstützen mit Spenden, also tatsächlich mit sowas wie Geld, denen damit unsere Technik besser wird. Ja. Wir drücken die Daumen. Das sind Patricia, Thomas, Tim, Vanessa, David, Ali, Max, Richard und Rolf. Vielen Dank an euch. Du kannst die nächste Folge möglich machen, indem du auch spendest unter halb10.fm/spenden. Und falls das nicht geht oder du das nicht möchtest, kannst du uns trotzdem unterstützen, indem du diesen Podcast weiterhörst, ihn Leuten empfiehlst, abonnierst. Genau. Aber wenn du dann Geld irgendwie hast, denk an uns und werde wie die Namen, die ich gerade genannt habe. Und vielen lieben Dank an Marlene, Anneliese. Sehr schön, dass ihr da war. Gerne jederzeit wieder. Und in dem Sinne erstmal ein bisschen Solidarität und Zusammenhalt. Auch ohne David, so traurig, dass wir ihn verloren haben. Eine bessere Welt ist immer noch möglich. Wir müssen nur dafür ein bisschen was tun. Bis bald.